Dann machen wir das Before Start Procedure jetzt erstmal. Okay, und das Contact Grounden so brauchen wir alles nicht, da wir ja kein Pushback ist ausgestellt, genau. Da wir den ja nicht brauchen, da wir den ja über AES dann machen. Und wir können auch schon mal Prepare Position for Departure. Prepare Position now for Departure schon mal anfordern, also mit F6. Okay, ready for engine start. So, und das mit dem Pushback. Seht ihr es hier, können wir entweder yes, I need pushback, please, prepare now, wait for start request. Oder F2, no, I don't need pushback, only clearance, please. Lassen wir nochmal kurz, weil der fährt jetzt, fahren jetzt erstmal die Fahrzeuge hier weg und, wir sind aber eigentlich auch soweit für den Engine Start, was wir noch kurz machen können. Wir können eigentlich mal kurz uns die Flugroute anschauen, beziehungsweise hier den, Start. Okay, thanks. Ready for departure. So, da seht ihr es hier, im Start. 03, Startbahn 3, genau, geht's dann hier direkt in eine Rechtskurve, einmal hier südlich um den Flughafen rum und dann hier in Richtung Westen und dann, tun wir kurz ungefähr ein bisschen raus, so, dann seht ihr hier, so geht's in Richtung Westen und dann in Richtung Norden. Da haben wir den Top of Climb, dann geht's hier auf Reiseflughöhe bis hier zum Top of Descent und wir fliegen heute übers Meer an und müssen dann auch, glaube ich, gar keine Kurven mehr um den Flughafen drehen, sondern direkt übers Meer und dann gerade auf die Landebahn. So, Before Start Checklist und dann machen wir den Request Pushback. Yes, please. So. Nix closed and locked. Die schließen wir jetzt gerade. So, closed and locked. 4.7 pounds. Pumps on. 4.5.7 pounds. Pumps on. Passenger signs. Wo haben wir sie denn? Die Passenger signs. Da sind sie. No smoking, fasten seatbelts, passenger sign. On. Windows. Locked. MCP. Not set. Das ist das hier, das MCP. Altitude. 32.000 Fuß. So. Und hier stellen wir mal auf 250 und dann können wir sagen, MCP ist set. Ja, nicht so weit, ne? 250. So, da haben wir es. Set. Takeoff Speeds. Set. Seht ihr hier? CDU sind da drin. Pre-flight. Completed. Rudder and aileron trim. Free and zero. Free and zero. Taxi and takeoff briefing. Not completed. Das vergesse ich jedes Mal, alles zu machen. Machen wir jetzt gerade mal. Ne, machen wir danach. Machen wir danach. Der sagt jetzt gleich not completed, ich weiß, aber. So. So. Completed. Nein. Anti-Collision Light. Anti-Collision Light ist auf. Das Fenster kann ich gerade mal schließen. Ist auf on. On. Before start checklist complete. So, Departure Briefing. Are you ready for the departure brief? Heute haben wir mal Runway wet. Okay, das ist schon etwas länger her, seitdem wir bei Regen das letzte Mal geflogen sind. I will be the pilot flying. It will be a standard takeoff using noise abatement departure procedure 1. The departure will be an ATC assigned SID. We will use flaps 5 for takeoff. Runway condition is wet. As for anti-ice, it's not required. Engine bleeds will be on. From 0 to 100 knots for any. Jetzt kommen die ganzen anderen noch blablabla Sachen, ne? If not operating, I will apply maximum manual braking and maximum symmetric reverse thrust and come to a full stop on the runway. After full stop on the runway, we make a decision on further action. From 100 knots to V1, I will only reject for one of the following three reasons. Engine fire, engine failure, or a takeoff configuration warning horn. At and above V1 will continue into the air, and the only actions below 400 feet are for you to silence any alarm bells and confirm any failures. Above 400 feet, I'll call for failure action drills as required, and you will perform memory items. At 800 feet above field elevation, I'll call for altitude hold, and will retract the flaps on schedule. At 1500 feet, I will call for the checklist. If we're above maximum landing weight, we'll make a decision on whether to perform an overweight landing as the situation requires. If we have a wheel well, engine or wing fire, I will turn the aircraft in such a way the flames will be downwind and we will evacuate via the upwind side. If we have a cargo fire, I want you to ensure the emergency services do not open the cargo doors until the evacuation is completed. Any questions? No questions. Departure brief complete. Okay, Departure Brief completed. Wunderbar. Dann können wir jetzt mit dem Request Pushback und zwar Yes, please und Start Pushback Nose to Left.
So, da kommt auch schon der Pushback-Truck. So, und ich hoffe mal, dass dann gleich die anderen Fahrzeuge hier mit dem Gepäck, die Gepäckförderfahrzeuge dann da wegfahren. So, großes Fahrzeug kommt hier angefahren. Und von dem Ramp Agent sollten wir auch die Freigabe dann für den Dings bekommen, für den Engine Start. Weil nochmal, ich dachte immer, die fahren gleichzeitig mit den Treppen hier weg. Zumindest war das, glaube ich, bei mir immer so, als ich es vorhin mal ausprobiert hatte. Jetzt sollten sie wegfahren, genau. Ach stimmt, da fahren sie doch. Habe ich es anders in Erinnerung. Ich dachte, die fahren dann gleich mit den Treppen weg, aber die fahren erst weg. Wenn der Pushback-Truck da ankommt, da kommen auch immer verschiedene, auch hier von den Treppen, ist immer unterschiedlich von den Fahrzeugen, wie die da aussehen. Also ob es jetzt zwei mit der Kabine sind oder zwei ohne Kabine oder so wie jetzt. Oder? Okay, guck, das machen die, macht der alles bereit für den Pushback. Da sieht man auch hier wirklich, wie der alles bewegt. Und dann stellt sich gleich daneben hin und läuft dann parallel zum Flugzeug, zum Bushback hier mit. Okay, Parking Brake released. Und los geht's, Pushback geht los, es beginnt. Und sieht, läuft er jetzt hier nebenbei mit. Gucken, ob wir ihn aus dem Cockpit sehen. Sollten wir rein theoretisch, ja genau. Okay, the start engines. Genau, okay, the start engines, wunderbar. Die sind ja eigentlich auf voller Leistung, so. Okay, start engines. Starting number two. So, und gleich das Kerosin für die 2. Und da drehen wir ein, wunderbar. Und der, in echt sind die halt immer hier mit, oder ist ja jetzt auch ja, sind die halt immer mit dem Kabel hier, mit der Cockpit-Crew verbunden und die, der guckt halt, dass immer alles passt und so und behält halt hier alles in Sicht und ist halt mit dem Pusher und so halt in der Cockpit-Crew so ist so die Verbindung so dazwischen halt sozusagen. So, und da kommen wir hier schön auf den, ja, richtig eingedreht, wunderbar, wir können mal die Scheibenwische anschalten. Okay, Start Engine Number One. Starting Number One. Und die 1 fährt hoch und das Kerosin dazu. Wunderbar. Beim Takeoff werden wir dann die Scheibenwischer auf durchgängig Wischen einstellen. Jetzt lassen wir sie erstmal auf so ab und zu mal wischen. Okay, Parking Brake ist set. So, jetzt seht ihr hier, baut er alles ab. Das ist schon cool mit dem AIS, finde ich. Okay, die 2 ist auch hochgefahren. Die 1. Seht ihr, sind wir hier ziemlich genau auf der Linie hier drauf. Okay. Gehen wir mal gerade auf den First Officer Seat. Da bekommen wir jetzt noch ein. Noch eine. Na, das Handsignal, dass alles ready ist und wir wirklich dann mit dem Pushback loslegen können. Da ist er schon. Okay. Before Taxi Checklist. Generators. Okay, Handsignal received. Goodbye. Ciao. So. Wir gehen wieder auf den Captain Seat. So. Generators. On. Weiter hinten. Die ist on. Anti-ice. Set. Isolation valves. Auto. Engine start switches. Auto. Checked. Auto brake. RTO. Engine start. Idle. Flight controls. Thank you very much for your attention. Checked. Ground equipment. Clear. Before taxi checklist completed. Wunderbar. Release parking brake und los geht's. Wir setzen uns langsam schon mal in Bewegung. Jetzt können wir das hier eigentlich auch mal nochmal schließen. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. So. Und da seht ihr, Fahrzeuge fahren jetzt alle langsam weg. Und
Wir werden einmal hier vorrollen, dann auf die Runway drauf und dann einmal hier lang rollen, dann hier drehen. Wollen wir die ganze Runway nehmen bis nach hinten? Ich weiß es noch nicht. Eigentlich würde auch das da reichen. Lass uns ruhig nur hier bis zu dem ersten Wendepunkt rollen und da werden wir dann eindrehen. So, ist auch schon etwas länger her, seitdem wir das letzte Mal bei Regen oder so geflogen sind. Oh, mal, können wir da überhaupt lang? Wenn die Linie hier links, da hinten ist gesperrt. Gut, dann rollen wir hier jetzt schon auf die Bahn. Sagen wir mal, wir hätten jetzt auch die Freigabe und alles. So. Da rechts ist nämlich No Entry. Wir müssen nämlich hier links lang, anders geht's nicht. So. Einmal auf die Runway. Und nach dem Start müssen wir uns dann, wie gesagt, für einen Rechtsdreher, also zum Eindrehen nach rechts, schon mal bereit machen. So, hier geht's jetzt rechts lang, die Startbahn runter und dann da hinten am Wendepunkt einmal drehen. So. Dann hoffe ich mal, dass es heute ein schöner Flug wird. Wird etwas kürzer als der Flug letztes Mal, weil die Strecke auch etwas kürzer ist. Weil, ja, wir fliegen ja heute eigentlich... Okay, thanks. Captain, the cabin is secure. Ich weiß gar nicht, ob wir heute in Deutschland oder in den Niederlanden starten. Weil Maastricht-Aachen, der Flughafen, der ist der Flughafen von Maastricht und Aachen so zusammen. Deswegen, ich erzähle euch, wir gucken später mal auf Wikipedia, was über den Flughafen Maastricht-Aachen da steht. Bevor ich irgendwas Falsches hier über den Flughafen erzähle, gucken wir dann mal. Und hier auch diese Sounds hier, mit, wenn man über die Mittellinie genau rollt, die sind auch übrigens von AES. Das sind ja diese, hier sind ja immer diese Lampen in der Mittellinie eingelassen. Und deswegen ist halt, kommen halt diese Sounds, wenn man hier genau über die Mittellinie drüber fährt. Oh, wir sind aber, haben gerade wirklich das Flugzeug perfekt mittig ausgerichtet. Hoffentlich beim Start dann auch gleich, bei dem Drehen jetzt hier. So. Gucken wir mal, das sind die Position Approach Path Indicators. Und dann, wenn wir, keine Ahnung, über 10.000 Fuß da sind, oder so sind wir dann über der Wolkendecke, haben wir keinen Regen mehr. Schönes Wetter haben wir dann da. Wunderbar. Es wird ja auch da schon leicht hier durch die Wolken durch, da schönes Wetter. Da scheint die Sonne da oben. So, da ist ja schon der Wendeplatz. Wir rollen im Moment noch mit 36 Knoten. Ich bremse mal ein bisschen. Und wir leiten gleich mal die Before Takeoff Checklist ein. Before Takeoff Checklist. Before Takeoff Checklist. Flaps. 5 Green Light. Flaps. 5 Green Light. Stabilizer Trim. 4.0 Units. Before Takeoff Checklist complete. Okay. Wunderbar, hier drehen wir. Und Cabin Crew, take your seats. Wir sagen mal, wir haben die Freigabe für den Takeoff auf Runway 03 vom Tower bekommen. Und bei ungefähr 142 Knoten sind es, glaube ich, haben wir V-Rotate, also Rotate. Und, machen wir nochmal das Fenster auf, so. Brauchen wir jetzt gleich ja nochmal. Cleared for Takeoff gleich. Cleared for Takeoff. Check. Before Takeoff. Before Takeoff Flow, der macht jetzt noch die Lichter alle an. So. Halten wir nochmal kurz an. Gucken wir, sind wir mittig ausgerichtet? Ja, wunderbar. Ready to go. Ready to go, so. Ready for go, wollte ich gerade sagen. Ready to go, so. Okay, let's go. Take off. Und die Scheibenwischer natürlich noch auf. Durchgängig, so. Let's go. Und dann beschleunigen wir 50 Knots. Ja, das reicht locker aus, hier, dass wir von hier aus starten. So. 80 Knots. Ach, das geht ja locker schnell. Können wir gleich rotieren. Kommen wahrscheinlich nicht mal an der Parking Position vorbei, hier links, oder? So. Und V1. Rotate. Und los geht's, ab in die Lüfte. Tschüss Maastricht-Aachen, wir kommen Dublin. So, Positive Rate, Gear up. Und gleich nach rechts eindrehen, wunderbar. So, und die Sachen überspringen wir jetzt, damit ist natürlich ein bisschen schwer hier, wenn ich mit der rechten Hand den Joystick hier bewege und dann mit der rechten Hand eigentlich auch noch die Maus bewegen würde. Gear up, lights out. So, Flaps 1. So, und wir drehen ein, wunderbar, sind wir schon auf der Linie. Flaps up. Reduce Speed. Wind Shear. Oh. Müssen weiter eindrehen. Wir sind jetzt auf 1700 Fuß. Und da hinten seht ihr nochmal den Flughafen oder auch nicht. Oder doch, oder da. Genau, da hinten ist er. Da sind wir gerade losgeflogen. Drehen jetzt hier einmal
südlich um den Flughafen herum, nehmen noch weiter Schub raus und after takeoff checklist. Ist eigentlich gerade hier ein bisschen schlecht, aber machen wir jetzt. No bank angle. So. Auch alles Warnsysteme, die ja vorhin auch gecheckt wurden. Vom First Officer beim Pre-Flight. On PAX, auto, landing gear, up and off. Flaps, up, no lights. After takeoff checklist complete. Completed. Wunderbar. So, jetzt kommen wir auch langsam in die Wolken rein. So, sehen wir gleich nichts mehr. Scheibenwischer können wir jetzt eigentlich auch wieder ausschalten. So, jetzt habe ich die Hand gerade vom Joystick genommen. Ich hoffe mal, das passt so. So, Autofrust on. 250 Knoten. Command A. LNAV. Und 32.000 Fuß mit versus 1.800. So, jetzt geht's hier durch die Wolken, durch die Gewitterwolken durch. So. Wunderbar. Und einen ILS-Anflug werden wir heute in Dings machen. Ich hoffe mal, das klappt alles, dass die Frequenz und so hier automatisch alles eingetragen wird. Und dann, ja, hoffentlich heute ein schöner Anflug in Dublin. Dauert aber noch ein bisschen, bis wir ja da sind. Wir sind ja gerade erst hier abgehoben. Wir machen mal Simulationsrate zweifach. Das haben wir jetzt schon gemacht. LNAV, so brauchen wir nicht mehr. Descent-Checklist wäre das nächste. Wir können mal kurz gucken. Genau, hier. Welcome, departure road, rejected takeoff, continue takeoff, cruising message. Gut, wir brauchen noch ein bisschen, bis wir oft cruising altitude sind. So, ja, Flughafen sehen wir jetzt nicht mehr. Hier sind wir jetzt mitten in den Wolken, weil jetzt machen wir gleich drehen wir gleich nach rechts ein. Und sind dann hier, wenn wir mal kurz rauszoomen, Flughafen liegt ungefähr hier. Das können wir gerade mal wieder schließen. So, das LK, also Lock weg. So. Kommen wir gerade mal von oben. Da haben wir ihn und da sind wir jetzt hier gestartet. Einmal da sind wir rechts gedreht. Jetzt können wir mal gucken. Also, wir haben da Amsterdam, hier Rotterdam, glaube ich. Ja, das sollte. Nee. Doch. Nee, hier ist Amsterdam, da ist Rotterdam so. Und hier haben wir Düsseldorf, Essen, Duisburg, Dortmund, Köln, haben wir alles hier. Und ich glaube, wir sind wirklich direkt an der Grenze gestartet. Das heißt, wenn wir jetzt hier knapp. Wenn wir dann hier. Ich glaube, das ist der Rhein. Nee. Das ist ein anderer Fluss. Der Fluss hier heißt Maas. Und wenn wir über den drüber geflogen sind, sind wir eigentlich dann in der Niederlande wieder drin. Wir sind hier, glaube ich, noch ganz an der Grenze von Deutschland gestartet. Das sollte Aachen sein. Wenn ich hier richtig liege, dann haben wir hier eigentlich genau die Grenze. Haben wir hier Belgien, hier die Niederlande und hier Deutschland. Ich gucke gerade aber nochmal auf Google Maps, aber wir gehen mal lieber ins Cockpit. So, dann seht ihr schon, hier kommen wir langsam durch die Wolken, durch hier oben wieder. Wunderbares Wetter, kein Regen, wunderbar. Das ist wirklich immer, stelle ich mir echt cool vor, so, wenn man so bei total schlechtem Scheißwetter so unten so da startet und dann durch die Wolken durch und die Sonne scheint und so. Das ist, jeden Tag scheint hier oben die Sonne, dann muss richtig, richtig cool sein. So, gucke ich mal gerade auf Google Maps, wo der Flughafen da jetzt liegt. Deutschland oder Niederlande. Weil Maastricht liegt ja in den Niederlanden und Aachen ja in Deutschland. So. Der liegt, glaube ich, so in der Mitte von den beiden Städten. So, da haben wir Luxemburg. Da muss ich ein bisschen nördlich gucken. Da haben wir Aachen und da Maastricht. Wir fliegen jetzt über die Niederlande. Dann nach Belgien wahrscheinlich rein. So ist der Flughafen. Wo ist er? Jetzt gucke ich zu weit lang. Ne, der liegt doch in Flughafen. Passt hier alles? Wir können beschleunigen. Ah, hier oben geiles Wetter, ey Leute, so geil. Das freut bestimmt jeden, wenn man hier da durch die Wolkendecke durchkommt und hier oben so richtig geiles Wetter. Flughafen Maastricht Aachen. So, und jetzt gleich wissen wir es. Er liegt in. Oh, da habe ich ganz falsch geguckt. Wir sind hier schon in den Niederlanden gestartet, genau. Das heißt, gehen wir nochmal kurz, damit ich es klarstellen kann. Hier der Fluss, steht hier der Name. Genau, das ist die Maas. Und wir haben hier, das ist Maastricht. Genau, da haben wir Maastricht. Das ist gar nicht Aachen hier. Nee, das war falsch. Hier haben wir Maastricht. Und hier haben wir direkt Belgien. Also wir sind jetzt gerade in Belgien. Weil ihr müsst euch vorstellen, wir haben hier so die Niederlande, geht dann hier.
Das könnte auch... Oh, das, doch, das